Amerika in Colorado. Habe dort mit einer Gastfamilie gelebt und bin zur örtlichen Highschool gegangen. Habe also dort als Schülerin einfach gelebt. Wir haben sie jetzt gefragt, ob sie ihren Vortrag in Englisch halten möchte, aber sie spricht inzwischen so perfekt amerikanisches Englisch, dass sie gesagt hat, sie macht es lieber in schönem Hochdeutsch, auch nicht in Schwäbisch, sondern in Hochdeutsch. Und wir sind gespannt. Eine Frage, wie kommst du 10 Monate nach Amerika? Wie kommt das? Ich glaube, das kommt im Vortrag nicht vor, oder? Nein, kommt nicht vor. Also, ich sage es ganz kurz, weil das wäre vielleicht interessant. Ich habe über das Parlamentarische Patenschaftsprogramm ein Stipendium bekommen. Das ist ein Programm, gesponsert vom Bundestag, vom Deutschen Bundestag und vom amerikanischen Kongress. Die schicken jedes Jahr 250 Schüler, deutsche Schüler nach Amerika und andersrum 250 amerikanische Schüler nach Deutschland. Gut, was dazu nach? Ja. So, I lived from August 2010 to June 2011. I lived in Salida, Colorado, which is in the USA, with a host family. And to tell you everything that happened in those 10 months is nearly impossible to do during 10 minutes and 40 seconds. So I wrote a blog during that time, and I'm gonna read out some of that to you. So jetzt mache ich aber weiter auf Deutsch. Ich glaube, es läuft besser für Sie und für mich. hier sieht man meine Gastschwester, die war 9 Jahre alt, Madeline. Und das war der erste Tag, nachdem ich dort angekommen war. Wir haben zusammen deutsche Kekse gebacken. Die sind nicht so gut geworden, ich weiß nicht genau warum, aber für Amerikaner sind die deutschen Kekse irgendwie nicht so lecker. Das ist meine Gastfamilie in Salida selber. Mein Gastvater, meine Gastmutter und meine Gastschwester wieder. Wir haben in Salida gelebt, dort gibt es 330 Sonnentage im Jahr. Also während ich dort war, hat es, ich glaube, vielleicht 10 Mal, hat es 10 Mal geregnet am Tag und ansonsten halt immer nachts. Ich lese Ihnen jetzt Teile aus meinem Blog vor. Ich bin mittlerweile seit 1,5 Wochen hier und habe inzwischen sowohl den Jetlag als auch meinen ersten Schultag hinter mich gebracht. Das war vielleicht ermüdend. Wir hatten zwar noch keinen richtigen Unterricht, aber das viele Hin- und Hergerenne von einem Lehrerzimmer zum anderen, und die muss man ja auch erstmal finden. Dann selbstverständlich alles auf Englisch, und außerdem habe ich einen Locker, also ein Schließfach, bekommen, um meine Schulsachen nicht den ganzen Tag herumschleppen zu müssen. Zum Glück. Allein mein Mathebuch hat über 1000 Seiten. Nur leider hat dieser Locker ein Zahlenschloss, mit dem ich mich jedes Mal so lange abmühe, um meine Bücher zu kommen, dass ich schon 2 Mal zu spät zum Unterricht erschienen bin. Hier sieht man eine Drive-In-Bank. In Amerika gibt es bekanntlicherweise alle möglichen Sachen als Drive-In-Version, Restaurants ja sowieso, dann die Post und hier eben die Bank. Da sieht man eine Glasröhre. Oh je, das geht jetzt schnell. Und über diese Glasröhre wird die Kreditkarte in die Bank geschickt, dann kriegt man Geld raus. Okay. das war Homecoming. Homecoming-Bälle allgemein sind ziemlich wichtig für die Amerikaner, Schulbälle. Man zieht sich dann schön an, geht zusammen aus, abends, Abendbrot und dann zu dem Ball. Allerdings wird dort nicht Foxtrot oder Walzer getanzt, sondern wie in der Disco. Es gibt einfach Licht und es ist, ja, wie in der Disco, man tanzt dann dort. So. hallo ihr, viele liebe Grüße aus dem sonnigen Colorado. Seit letzter Woche fährt Jody, Madeline und mich zur Schule, weil wir Angst haben mussten, dass unsere Hände am Fahrradlenker festfrieren. Nächste Woche soll es anfangen zu schneien und es ist teilweise auch schon richtig kalt. Das war Halloween, eine meiner peinlichsten Erfahrungen in Amerika. Meine Gastschwester ist als Pippi Longstocking gegangen, weil man in Amerika nicht nur als gruseligen Sachen sich verkleidet, sondern eben auch als Pippi Langstrumpf, SpongeBob, was weiß ich. Und ich war ihr Pferd. Jetzt versuchen Sie mal, ein Pferdekostüm selber zu basteln. Das ist nicht so einfach, kann ich Ihnen sagen. Und zu kaufen gab es leider auch keins. Eine Frau, die mir die Tür geöffnet hat, wollte mir fast keine Süßigkeiten geben, weil sie meinte, das Kostüm wäre zu schlecht. Matt und Jody und ich haben morgens um 6 den Flieger von Denver genommen, um nach Chicago zu fliegen. Chicago ist riesig, das ist so ziemlich der prägendste Eindruck. Vor allem die Gebäude sind so unglaublich hoch. Der zweithöchste Turm der Welt, der Willis Tower, steht in Chicago. Und dort oben gibt es eine Glasplattform, von der man auf die Stadt unter sich schauen kann. Das war Thanksgiving, der dritte Donnerstag im November. Die Hauptbeschäftigung an Thanksgiving ist Essen. Es gibt einen Truthahn, es gibt Gravy, Erbsen,
Kartoffeln, alles Mögliche. Dann kommt natürlich auch noch Football im Fernsehen, das ist aber mehr oder weniger Nebensache, sondern die meiste Zeit sitzt man mit seiner Familie am Tisch und isst. Hier sieht man Rehe. Diese Rehe sind so ziemlich das Normalste, was es gibt. Die laufen durch den Vorgarten, die laufen über die Straße. Und wenn ich am Anfang als unwissender Austauschschüler meine ersten Freunde noch darauf hingewiesen habe, oh, guck mal, dort hinten ist ein Reh, meinten sie nur, ja, die nennen wir hier die großen Ratten, weil sie wie ungeziefer, weil es einfach davon so viele gibt und die in den Gärten alles wegfressen. Wir sind nach Utah gefahren, meine Gastmutter, meine Gastschwester und ich, weil die Familie meiner Gastmutter in Utah lebt. Wenn man nach Utah fährt, fährt man 10 Stunden, obwohl man eigentlich nur in den nächsten Bundesstaat fährt. Und man kommt außer an Landschaft und diesem Schild, was Sie eben gesehen haben, an nichts anderem vorbei. Dezember, in Amerika gibt es keinen Nikolaus. Deswegen dachte ich, das möchte ich meiner Familie nicht vorenthalten und habe dann für sie den Nikolaus gespielt. Meine Gastschwester hat sich total gefreut. Und ein Freund von mir in der Schule, dem ich erzählt hatte, oder dessen Mutter ich von Nikolaus erzählt hatte, hat am nächsten Morgen in seinem Schuh eine Cola-Dose gefunden. Das war Weihnachten. Und Weihnachten hatte ich als zuerst Angst gehabt, dass es schwierig werden würde, heimwehtechnisch. War es aber eigentlich gar nicht, weil Weihnachten in Amerika völlig anders gefeiert wird als in Deutschland. Zu dem Mythos, alle Amerikaner seien übergewichtig, kann ich nur sagen, der stimmt nicht, zumindest nicht in Colorado. Es könnte daran liegen, Colorado ist der gesündeste Staat in den USA. Salida ist die sportlichste Stadt in Colorado und der einzig Fette in meiner ganzen Familie war unser Hund. wir waren im März 2011 im Arches National Park. Das hier ist der Delicate Arch dort unten. Wenn Sie ganz genau hinschauen, sehen Sie meinen Gastvater und mich. Und daran können Sie mal sehen, wie riesig dieser Bogen ist. In dem ganzen Park, der ist ungefähr so groß wie halb Deutschland und es gibt 2000 Steinbögen dort. Ich bin dann auch noch nach New York gefahren, im April 2011. Bin dort den ganzen Tag alleine durch die Stadt getigert und habe mir alle möglichen Sachen angeschaut, die es dort für Touristen zu entdecken gibt. Das Become Your Dream hatte jemand im Central Park auf die Wege geschrieben und ich dachte, das passt irgendwie. So, im Juni 2011 musste ich dann leider schon wieder Abschied nehmen von meiner Gastfamilie. Ja, es war tränenreich am Flughafen, selbst mein Gastvater hat geweint. Und ja, wir skypen im Moment noch einmal im Monat oder so und tauschen uns eben aus. Aber es ist schon was anderes und man vermisst die Familie dann doch.